Das ist der letzte Ehrenhain aus Afghanistan, der im Wald der Erinnerung wieder errichtet wurde. Ab heute für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Herzstück der Gedenkstätte bildet die Steintafel am Gedenkstein. Begleitet wird die Enthüllung der Tafel von der Bundesministerin der Verteidigung und dem stellvertretenden Generalinspekteur Markus Laubenthal. Meine Damen und Herren, vergangenes Jahr endete der bisher verlustreichste Auslandseinsatz der Bundeswehr, der Einsatz in Afghanistan. Und seit heute gehört der letzte Gedenkstein aus eben diesem Einsatz nun ganz offiziell zum Wald der Erinnerung, der Ehrenhain aus Mazar-e-Sharif. In Erinnerung an die Toten unserer Partner im Regionalkommando Nord und zur Erinnerung an alle Todesfälle der Bundeswehr in Afghanistan. Im Herzen dieses Ehrenhains steht ein riesiger Findling aus dem Mamalgebirge. 27 Tonnen schwer, mit vielen natürlichen Bruchstellen und Rissen, voll mit Erinnerungen und Emotionen. Nach 20 Jahren haben wir den Findling nach Hause geholt. Er erinnert an die, die nicht mehr lebend zurückkehren, die wir in unserem Herzen tragen und die wir in unseren Gedanken halten. Den Stein für uns transportiert haben die Frauen und Männer aus dem Logistikbataillon 172 in Belitz. Für sie war dieser Transport über 4000 Kilometer von Afghanistan bis Brandenburg etwas sehr Besonderes, eine Ehre und Bürde zugleich. Dabei wog die emotionale Verantwortung für diesen Ehrenhain um ein Vielfaches schwerer als die Tonnenlast auf der Waage. Doch die Belitzerinnen und Belitzer haben sich dieser Verantwortung gerne gestellt. Ihnen verdanken wir es, dass wir heute hier an diesem Ehrenhain stehen können. Aber nicht nur Ihnen, sondern vielen engagierten Frauen und Männern in Bundeswehr und Gesellschaft. Am heutigen Eröffnungstag sind neben Ehrengästen auch Hinterbliebene eingeladen. Eine von ihnen ist Tanja Menz. Sie ist die Mutter von Konstantin. Er war 21 Jahre alt, als er im Einsatz fiel. Heute, mehr als 11 Jahre später, ist das Gedenken an ihn immer noch präsent. Den Einsatz stellt sie bis heute jedoch nicht in Frage. 20 Jahre konnten Kinder in die Schule gehen, lesen und schreiben lernen. 20 Jahre hatten Mädchen und junge Frauen Zugang zu Bildung, durften zur Schule gehen, einen Beruf erlernen oder ein Studium beginnen. Sie sind die Mütter der nächsten Generation. Diese 20 Jahre haben sie maßgeblich geprägt. Und sie werden ihre Kinder anders erziehen, als wenn sie diese Möglichkeit nicht gehabt hätten. Wie kann das alles sinnlos sein? Dieser Ehrenhain, das deutliche Zeichen für mich, auch für das Ende des Afghanistan-Einsatzes, steht also jetzt hier. Er macht die anderen Ehrenhaine aus Afghanistan für mich erst komplett. Hier stehen die Namen von so vielen Menschen, die, wie unzählig andere auch, genau dafür gearbeitet haben, dass es in Afghanistan positive Veränderungen gibt und nicht alles sinnlos war. Vielleicht dauert es nur noch, bis wir die Erfolge ihrer Arbeit sehen können. Ob das Opfer, das sie dafür brachten, zu groß war, das kann nur jeder ganz individuell beantworten. Aber völlig sinnlos war ihre Arbeit aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Heute wird den 59 deutschen Soldaten und den Angehörigen von 11 Nationen, die im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz ihr Leben verloren haben, gedacht. Symbolisiert durch insgesamt 109 Namensbänder.